Hallo, ihr lustigen Diener des Imperators da draußen und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40.000 Sanctus Reach. Wir versuchen auch irgendetwas zu erreichen, zu reachen, wie auch immer, und wenn sei es einfach bloß hier unser fucking Überleben. So, wir haben jetzt hier diesen Melter-Trupp. Das hier ist ein Flammenwerfer-Trupp. Was ist das hier? Ein Bolter-Trupp. Was sind das für Granaten, die ich da habe? Keine Ahnung. Moment, wir ballern jetzt mal da hinten hin. Haben wir da einen kritischen Treffer verursacht, schießen da nochmal ein bisschen hin. Gut. Haben da nochmal eine Reaktion provoziert. Können jetzt hier nochmal einen weiteren Reaktionsschuss provozieren, dass der weg ist. Richten uns in die Richtung aus. Was ist jetzt mit dem Flammenwerfer? Der dürfte ich jetzt doch jetzt hier relativ straffrei hinlaufen dürfen, oder? Dahin. Und die zwei hier mal eindecken. Großartig! Mal gar nichts treffen. Warum auch nicht? Okay, irgendwie nur das Auto. Die sind anscheinend geschützt und ich habe es nicht gesehen. Weil ich wie immer aufmerksam bin wie ein Flitzebogen. Oh, das ist der geile Trupp. Was passiert, wenn ich da... Oh, komm. Nimm's raus! Sprenggranate. Haben wir gar nichts gemacht. Aber da hinten... Ach, die kann ich aber hier noch die Panikgranate hinwerfen. Ich glaube, die Sprenggranate wäre eigentlich besser fürs Fahrzeug gewesen. Ich bin so doof. Das ist der Bolter-Trupp, der jetzt hier natürlich im Nahkampf ist. Aber warte mal, der kann sich tatsächlich noch in der Runde zurückziehen. Der kann hier hingehen. Und dann hier hinschießen. Komm, nimm's raus. Schade. Ich werfe jetzt mal hier die Rauchgranate einfach mal dahin. Um zu verhindern, dass der Gegner da allzu viel Schaden anrichten kann mit seinem Scheißge. Also, ich hoffe einfach mal, warte mal. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es geholfen hat. Wow. Bam. 11 HP. Und es macht's kaputt. Gut. Ja gut, ich kann da nichts mehr tun, so wie es aussieht. Schade. Was haben wir hier noch? Das hier können wir jetzt einnehmen. Können wir immerhin noch drauf schießen? Vielleicht geht es sogar kaputt. Könnte ein Flankenschuss sein. Oh, wie schön. 10 Lebenspunkte. Es ist der Wahnsinn. kommt jetzt noch eine Runde Nahkampf und dann bin ich unglücklich. Oh, sie haben es tatsächlich kaputt gemacht. Habe ich nicht erwartet. Gut, was haben wir hier noch? Nochmal so ein Wengeier-Trupp, Wegeier-Trupp, Veganer-Trupp. Und du? Du kannst noch hier hingehen und da oben hinballern. Ja. Also wir dominieren die Orks natürlich trotzdem, aber es ist immer wieder der Wahnsinn, wie viele von denen dann da auftauchen. Gut. Obwohl ich das Wort gut gar nicht in den Mund nehmen will. So, er hat 77 Lebenspunkte noch. Wenn er jetzt da hingeht und was tötet, wie viel hat er dann? Hat er immer noch 77 Lebenspunkte. Was? Er hat doch diesen Scheiß hier. Eine gesehensame Runde, die Space Marines 20 Lebenspunkte. Ach ne, pro Runde. Okay. Nee, dann habe ich mich verguckt gehabt. Es gab nämlich irgendwo was, was ich mal gesehen hatte. Da regenerierte man Lebenspunkte pro Kill. Das war dann allerdings anscheinend der falsche Skill. Okay. Wieder was gelernt. Merp muss lesen lernen. Wolfgard-Terminatoren. Komm. Macht sie alle. Ach, ja stimmt, die dürfen zurückschießen. Auch recht. Aber das dürfte für die trotzdem jetzt hier vorbei sein. Gut.
Ja, wir dominieren trotz all diesem cleverer Shit. Ach, guck mal, wer da ist. Bäm. Jetzt töte ja nicht den eigenen. Das wäre noch der Oberknaller gewesen. Der kommt leider nicht hinterher, der Trupp. Na egal, wir lassen sie trotzdem einfach laufen. Du eroberst das hier schnell zurück. Ballerst hier drauf. Schießt einfach mal komplett daneben. Zumindest gefühlt. Und dafür beim zweiten Mal triffst du so, als ob es nichts Leichteres gäbe auf diesem Planeten. Vielleicht liegt es auch am Planeten. Man weiß es ja nicht, ne? Gut, ausgeschaltet. Was mache ich mit dir noch? Ja, auf jeden Fall bewegen. Ach, da ist ja... Oh ja, da können wir mit dem Flammenwerfer noch draufhalten. Ich könnte sie ausschalten. Nein, nicht ganz. Aber fast. So. Hier haben wir unsere HQ. Oh, warte mal. Irgendwie muss das Ding weg. Die Frage ist, wie machen wir das? Das ist wirklich die große Frage. Hier haben wir zu viel Verteidigung für den Gegner. Oh, da kommen aber echt ein paar von denen. Ich glaube, ich ziehe den erstmal nochmal eine Runde zurück. Hilft ja keinem, wenn er dabei stirbt, ne? Das war auch schön. Da kann ich nicht hinschießen. Eigentlich möchte ich gar nicht, dass er den Killshot macht. Sehr gut. Denn alles, was Erfahrungspunkte bringt, sollte von Leuten gemacht werden, die Erfahrungspunkte brauchen. Ja, ja. Piu, piu. Wie der Trupp zum Beispiel. Na, na, na. Und da bitte jetzt auch noch einen so erfolgreichen Fehlschuss. Ja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen woanders hingehen sollen. Wir müssen jetzt diesen Trupp hier... Also ich glaube, die können sich, glaube ich, gerade gar nicht bewegen. Ne? Ja, kann er nicht. Habe ich erwartet. Feuer. Komm. Wir kriegen die doch da hoffentlich irgendwie raus. Also ein Trupp ist auf jeden Fall schon mal ausgeschaltet. Der andere ist moralisch ein bisschen lediert worden. Leider nur lediert. Nicht letalisiert worden. Warte mal, kommst du da hin? Vielleicht. Ja, tun sie. Okay. Ich drehe jetzt hier absichtlich mal so ein bisschen ein. So, jetzt sind sie geschwächt. Wenn wir die Moral noch ein bisschen weiter runterbringen. Panisch oder sowas. Dann könnte es sein, dass der jetzt hier weg kann. Er kann jetzt weg. Sehr gut. Das heißt, du gehst jetzt auch dahin. Eigentlich wollte ich ja schon längst woanders sein mit dem Trupp, aber... Manchmal ist das Leben einfach kein Wunschkonzert. Und ich ziehe mich mit dem hier sogar noch weiter zurück. Der ist zu angeschlagen. Der soll in die Richtung vor den Gretschkins absichern. Es macht keinen Sinn, den jetzt hier zu riskieren. Au. Was war das denn? Das sah ganz komisch aus, was es denn geschossen hat. Wie gesagt, ich schwäche die lieber. Ist mir persönlich lieber. Weil der kommt ohnehin noch nicht so nah ran. Und ich kann ihn eh noch nicht ausschalten. Dann bekämpfe ich lieber etwas, was theoretisch ausgeschaltet werden kann. Wie das zum Beispiel.
muss ich nochmal schießen. Okay, aber dafür haben wir ihn diesmal. So. Der hier ist ja eigentlich gegen Infanterie ziemlich geil. Deswegen schicke ich ihn jetzt auch da hoch, weil da dürfte jetzt demnächst auch nochmal ein bisschen Infanterie kommen. Was mache ich mit dir? Erstmal zurückziehen. Und einfach mal hier reinholzen, oder? Das war gut. Sogar richtig gut. Habe ich noch irgendwelche Leute? Nein, ich bin da sogar schon fertig. Wieder nur 10 Minuten gebraucht. 10 Minuten ich, 5 Minuten der Gegner. Unglaublich. Mensch, wenn ich vorher gewusst hätte, wie lang diese Mission wird. Nein! Na, oh, Mann! Au! Okay, der kritische Treffer war nicht ganz so schlimm. Ach ja, die haben ja Gitbrenner. Vergaß ich. Ganz im Ernst, ich persönlich finde, dass die Flammenwerfer eine... die sind viel zu stark. Also, die machen den meisten körperlichen Schaden, also Lebenspunkte, und sie machen Moralschaden. Die sind viel zu stark und haben dafür eine überraschend hohe Reichweite. Also, die normalen Bolter schießen ja teilweise gar nicht arg viel weiter. Also, ein, zwei Felder, das ist lächerlich. Ah, jetzt kommt sein Reaktionsschuss. Puh, 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 puh. Und die KI ist wieder rumchecken. Aber so wie es aussieht, wird ihre Runde kürzer. Ich habe das Gefühl, ihre Runde wird kürzer. Was ein Indiz für unseren Erfolg sein könnte. Trefferchance hoch, komm. Irgendjemand muss sich den jetzt hier stellen. Immerhin ein paar Schadenspunkte gemacht. Oh, Kacke. Komme ich da durch? Nein, natürlich nicht. Wisst ihr, es ist überhaupt nicht angezeigt, dass der da hinschießt. Aber trotzdem, natürlich kann er es tun. Komm, nochmal ein bisschen. Großartig. Nichts getroffen. Nichts von Wert getroffen. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss das mit dem da machen. 50% Trefferchance, aber jeder Treffer... Jawoll, komm, hau ihn weg. Fantastisch. Dann ist nämlich das jetzt blockiert und der andere muss erstmal weit außen rumlaufen, bevor er da wirklich effizient was tun kann. Schön mal die Gegend blockiert. Puh, ich fahre mal in die Richtung. Pure Neugier. Kann ja auch mal in den Rücken des Gegners fallen, ne? Ich habe gehört, das soll taktisch clever sein. Hier wieder aus, in diese Richtung. Ihr geht da hoch. Die brauchen jetzt 1000 Jahre, um nochmal irgendwie ins Gefecht eingreifen zu können. Und die Mopeds mopetten da hoch. Ich halte tatsächlich 3 Kontrollpunkte, was ich übrigens total krass finde in Anbetracht der Situation, in der wir uns hier befinden. Komm, Flammer. Ne, du kannst ja gar nicht flammern. Das war ja das Problem. Komm, fang den Reaktionsschuss. Irgendeiner muss es tun. Und dann könnt ihr da oben jetzt schon mal hier auf Kuschelkurs gehen.
Allerdings, bevor wir da auf Kuschelkurs gehen, möchte ich, dass sie angeboltert werden. Ich glaube, das bringt was. Bin davon überzeugt, dass das was bringt. Immerhin werden sie jetzt so weggetrieben. Hat auf jeden Fall Schaden verursacht. So, das ist nochmal so ein Rudel. Greifen wir jetzt halt auch die hier weiterhin an. Die anderen sind ja schon gebrochen. Angeblich sind sie das. Heilen muss ich jetzt auch nicht, ne. Hier haben wir nochmal einen Bolter-Trupp. Könnt ihr vielleicht hier nochmal ein bisschen was machen. Peng, peng. Komm. Ich möchte wenigstens einen toten Ork sehen. Habt ihr gut gemacht. Das ist der Flammenwerfer Heinz. Der darf da jetzt auch mal drauf flammen. Auch wenn die Moral natürlich schon im Eimer ist, aber... Also rein... Okay, in dem Fall hat er jetzt gerade überraschend wenig angerichtet. Aber vielleicht können die Melter ja hier noch was machen. Naja. Ja, sieht so aus. Sauber. So, da ist der Hengis Iron Eggs. Den bewegen wir jetzt in die Richtung. Wie wir alle wissen, kann der ja nicht schießen. Alle, die aufgepasst haben, ne? Morgen ist Klausur. Wir kommen dann der 1, wenn sie mir dann reinschreiben können, dass der Hengist nicht schießen kann. Hier ist nochmal ein Bolter-Trupp. Wie gesagt, also ich dachte echt, das geht hier schlimmer aus. Am Ende war es dann doch noch glimpflich. Mit euch kann ich auch noch schießen. Wird schwer zu treffen, aber egal. Ich bin immer wieder fasziniert, wie dieses Ding dazu in der Lage ist, Dinge zu treffen, von denen man glaubt, dass sie unmöglich zu treffen sind. Man war nicht hier? Da ist sie! Die Sau! Komm her! Yeah! Boah! Vorbei! Mann! Bin ich erleichtert. Ich habe es gerade in dieses Gebäude gesehen und stelle fest, Momentchen mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ja. Triffst doch eh nix. So, so langsam aber sicher glaube ich, wir bekommen das hier endgültig in den Griff. Was machen wir mit euch denn hier noch? Moment. Ich möchte das Ding ja schon mal angeschossen haben. Das ist natürlich jetzt wieder mal ein riskanter Move. 86 Lebenspunkte und... Wow! Der war ja fantastisch. Nochmal 90. Dann können wir nämlich mit euch jetzt hier tatsächlich vorpreschen wie Sau. Und hier drauf schießen. Boah, sie kriegen es nicht tot. Aber jetzt ist es tot. Oder kaputt. Oder wie auch immer man das nennt. So, was haben wir noch? Das Moped hier. Mit dem Moped fahre ich hier hin. Oh, ich muss noch eins vor. Oder? Nee, ich gehe hier hin. Ja. Da können wir nämlich diese Ork-Festung hier einnehmen. Oh, nochmal, komm. Verbleibende Runden 16. Da haben wir nochmal diesen einen Termi. Geh vorsichtig vor mit ihm. Ich habe wenig Interesse daran, ihn zu verlieren. Warte mal, du kannst eigentlich hier zumachen. Du bist doch so ein toller Held. Oh, hat die Einheit getötet. Lag jetzt nicht unbedingt in meiner Absicht.
Aber so ein Superheld ist halt ein Superheld, ne? So, und dann geben wir uns jetzt mal wieder hier der lustigen, wie soll ich sagen, Gegnerrunde hin. Schauen wir mal, ob die jetzt schneller geht. Auf jeden Fall haben wir da jetzt schon mal was ausgeschaltet. Ui, fast die Hälfte der Lebenspunkte durch den Re oh, 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 oh. Also ich habe das Gefühl, den Orks gehen die Truppen so langsam aber sicher aus. Der Eindruck verstärkt sich in mir ganz, ganz gewaltig. Ah, oh, schade, nichts getroffen. Bäm. Bäm. Wie das für die Orks einfach mal so sinnlos ist, ne? Ach ja, da kommt ja noch was. Es hat immerhin funktioniert, er muss ja außen rumlaufen. Au. Au. Du mit den Thermis auf die Gretschkins. Hammer. Oh. Nee, er schießt nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist tatsächlich drehen, wie ich gerade festgestellt habe. Es sind nicht mehr viele Gegner. Es hat nur noch 1,5 Minuten, wie das dauert. Ja, komm. Hauptsache, sie töten irgendwas und machen ein paar Punkte. Drauf! Ist irgendwie lächerlich, ich weiß, aber was willst du machen? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, jetzt machen wir den hier weg. Bebeu! Ja, wir machen ihn weg, wie ich gesagt habe. Sauber. Jetzt müssen wir das Ding zurückerobern. Das bekommen wir wahrscheinlich demnächst hin. Und ja, ihr geht dahin. Es sind halt immer die. Oh, die sind jetzt auch schon voll. Stimmt, ach, stimmt, das ist ja der Trupp, der sogar schon komplett voll war. Ist ja kein Geheimnis. Na toll, jetzt treffen wir unser eigenes Fliegerchen. Bin begeistert. Nicht. Warte mal. Unterstützen wir hier mal die Bemühungen, dieses Ding hier zu beschädigen. So, die Orks da oben sind nämlich ausgeschaltet. Der kommt immer noch nicht in den Nahkampf mit dem Teil. Die Frage ist, ob es so gut wäre. Ah, warte mal. Warte mal. Ja. Bäm. 2 Lebenspunkte. Super. Okay. Ja, wir werden ihn jetzt hier einfach aus mehreren Richtungen angreifen. Seine Moral geht so langsam aber sicher auch schon in die Knie. Diese Melter-Einheit wird zu weit weg sein, um treffen zu können. Ja, ich hab's gewusst. Ich finde, wie gesagt, die Melter-Einheiten, die sind einfach, die können einfach nicht weit genug schießen, um wirklich super zu sein. Das könnte gerade noch so gehen. Ja, maximale Distanz. Und wie sie treffen. Wie sie treffen. Da ist ja noch eine Ork-Einheit. Warum sagt mir das keiner? Ach so, weil da gar keine mehr ist. Da ist niemand. Zu meiner Überraschung haben wir so ziemlich alle Orks jetzt schon ausgeschaltet und ich glaube, es lohnt sich nicht, eine weitere Folge entsprechend anzufangen. Aus diesem Grund werden wir diese Folge jetzt hier halt einfach mal wieder ein bisschen länger gestalten. Und ich hoffe, dass dann die Orks jetzt hier gleich auch wirklich tot sind. Und wir dann gewonnen haben. Ich habe keine Ahnung, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben, dass hier ihre KI gegen uns 23 Runden durchsteht. Das fand ich da, finde ich jetzt im Nachhinein von den Entwicklungen ein wenig vermessen. Arroganz am Ende, wenn man weiß, dass man ohnehin schon gewonnen hat, ne? Das ist ein ganz, ganz großes Ding.
So. Da haben wir auch nochmal so ein Teil. Da ist nochmal so ein Ork. Ja, komm. Ein paar Gretschkins anschießen. Ach nee, warte mal, da fährt er noch so ein Ding rum. Hallo! Wollte gerade schon sagen, ich hoffe, du triffst auch mal. Haben wir noch was, was wir... Ja, die Jungs haben wir noch. Ich kann mich aber gerade hier nicht wirklich wegbewegen. Hm. Ich glaube, ich sollte jetzt hier in den Rücken laufen und ihm dann einfach in den Rücken schießen. Ja, das lief eigentlich so ganz okay. Na also, ich habe mich gerade schon gewundert, ey. Sehr gut. Nochmal 300 XP für diese Einheit. Was machen wir jetzt mit dir? Ich habe eine kackendreiste Aktion vor. Hey Chef, duck dich mal! So. Und nochmal. Sehr gut. Ja. Er hat sich doch gerade mal nur so ein bisschen den Schnurrbart angesenkt, ne? Also... Lief doch alles super. Sehr gut. Und da hinten können wir auch noch ihn ballern. Bam. Bam. Schön angeschlagen. Du, 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 du. Ja, wobei, ich glaube... Nee, ich muss jetzt gleich die Folge beenden nach der... Ah, das ist aber doof. Ah. Na gut, im Zweifelsfall muss ich cutten. Im Zweifelsfall muss ich cutten, obwohl ich das nicht gerne mache. Das ist unnötiger Aufwand. Das ist nochmal so ein Flammenwerfer-Trupp. Ja, genau, und ihr wartet hier im Nahkampf. Au. Ja, 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 der gute alte Nahkampf gegen die Orks. Nicht die beste Idee. Noch ein Moped. Wie gesagt, da wird nicht mehr viel sein. Denn doch bekomme ich eine Krise. Aber da der Kollege ist da halt noch, ne? So. Was mache ich mit dir? Rumlaufen, hin und her laufen. Weil mir nichts Besseres einfällt. Fertig. Cool. So, das könnte jetzt der letzte Zug der Orks sein. Und es war auch der letzte Zug dieser Einheit. Scheiße. Diese schießen eh und nichts bewirken. Das Hauptproblem könnte eher sein, dass wir nicht genügend Schadenspotenzial haben, um es alle auszuschalten. Autsch. Ja, ja, schießen die auch nochmal. Das sind noch so... Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das sind 7 Einheiten noch, die der hat. Das ist lächerlich. So, meine Runde. Und in meiner Runde machen wir die Gegner fertig. Wie ich es sagte. Ah, oh, scheiße, 20 Punkte fehlen für ein Level Up. Grausame Welt. Warte mal, dann gehst du jetzt schön hier hin. Klar, frisst den Reaktionsschuss, ist mir scheißegal. Ballers jetzt durch diesen Trupp hier durch. Sehr gut. Einen ausgeschaltet. Zweiten ausgeschaltet. Gehst hier wieder hin. Ausrichten. Drei Einheiten jetzt schon. Oh, da ist ja noch ein Trupp. Wo kommst du denn her? Ja, der ist ja völlig ohne Vorwarnung aufgetaucht für mich. Nein, ich möchte, dass du das hier tust. Wow! Holy. Was für eine Aktion. Komm, Ballers, weg.
wirst das doch wohl hinkriegen. Also manchmal musste man denen schon echt krass Mut zusprechen, ne? So, die eine ist noch nicht ganz weg. Das heißt, der kann sich da auch noch mal ein paar Punkte sammeln. Komm, Burns weg. Wieder den Kollegen getroffen, egal. Wo haben wir noch? Ja, ihr da hinten. Nee, ist traurig mit euch, dass ihr so langsam seid. Der kommt auch nirgendwo mehr hin. Ich habe eine Idee. Wie genau triffst du da? Minus 135%. Das sind jetzt echt noch ein paar von denen aufgetaucht. Unfucking fassbar. Aber schon sind sie gebrochen. Und wir haben sie ausgeschaltet hier an der Stelle. Yeah. So, dann haben wir noch da drüben diesen einen da. Das Problem ist, diese scheiß Gretschkins, die werden wir nicht zu fassen kriegen. Die werden wir nicht zu fassen kriegen. Und das ist das, was nicht zu fassen ist. Kacke. Die sind einfach zu weit weg. Okay, jetzt müssen wir alles hier mit dem Bolter-Trupp hier in den Rücken. Warum haben die minus 500 Punkte? Was soll der Scheiß? Ja, jetzt durften sie gleich nicht mehr minus 500 Punkte haben. Das ist einfach ein Anzeigefehler, glaube ich. So. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht mit allen rumlaufen. Sondern nur mit denen, die noch eine realistische Chance haben, was zu treffen. Aha. Die können zumindest hochfahren, aber... Ich wollte das erobern mit denen. Scheiße, ich bin so doof. Ach, da habe ich ja noch Moppets! Na dann. Komm, nimm's raus. Und, haben wir es geschafft? Yes! So viel zu dem Thema 23 Runden. Meine Fresse, Sieg. Wir haben 78 Einheiten ausgeschaltet und selber nur 3 verloren. 9030 Punkte. Und hier sehen wir die Liste der Level-Ups. Höllenfeuermunition beim Landspeeder, Betäubungsgranate, Sprenggranate, Adamantumhang und Stalker-Sicht bei einem Wolfgard Terminatoren. Oh, Stalker-Sicht ist super. Wir wissen ja, was es ist. Große Reichweite zum Gucken und immer noch treffen. Geilo. Okay. Dann sehen wir, was als nächstes kommt. Einzelschlacht, imperiale Festung, hohle Hügel und Goffstadt. Gut, 4 Einzelmissionen stehen vor uns, liebe Leute. In der nächsten Folge geht's los. Macht's gut, schöne Zeit bis dahin. Tschüss und ade.